Good Morning oder so irgendwie. Heute geht's an die Substanz, nachdem das Ding ja wieder fährt. Irgendwie. Schauen wir mal, wo wir die Plastikteile so auseinanderlappen. Hier unten ist der Stoß auseinander. Das Heck haben wir ja schon gehabt. Hier oben ist der Stoß ziemlich hart. Hier klafft es auch ziemlich weit auseinander. Das sieht so aus, als ob das Heck nach hinten und oben hochgedrückt wäre. Ist aber irgendwie nicht möglich. Gucken wir, wie die Türen schließen. Fokus, Mensch, wo ist das Problem? So, die Türe hier, die fällt recht gut ins Schloss. Der Zapfen, der fährt schön sauber rein. Wenn man was sieht. Aber auf der rechten Seite klemmt etwas. Der Seite geht der Zapfen ziemlich eng ins Schloss. Und das soll vor dem Unfall so nicht gewesen sein. Also hatte er vielleicht durch den Hecktreffer hier eine leichte Verformung, die zurückgegangen ist, aber dabei das Schloss selbst hier oben verstellt hat, was da nicht mit zurückging. Hoffe ich, dass es eine kleine Sache ist. Wenn es der Rahmen ist, dann haben wir bei dem Fahrzeug erstmal ein Problem. Aber das können wir irgendwie lösen. Jetzt werde ich erstmal die Plastikteile abnehmen, damit wir an die Rahmenteile drankommen. Kabel.
alle die gleiche Krankheit, dass sie hier Wasser ansammeln. Hier halb abgebaut. Hier sieht man schön, wie es zerbröselt ist. Aber ist auch kein Problem, das kriegt man von dem anderen Schlachtzwiesi. Ich lege mir dort, ob ich es gleich ausbaue oder später. Ja, schauen wir mal uns den Rahmen an. Das haben wir ja schon, das ist Blech hier unten. Verbogen ist, weil sie hier den Kunststoff reingedrückt hat. Hier ist der Rahmen verbogen. Der Stützrahmen hinten auf der Seite nicht. Also hat die rechte Seite mehr bekommen. Da ist eine Delle drin, links keine. Und darum hat ja auch der Rahmen hier ganz leicht verzogen für die Schlussfalle. Ein Kunststoff. Ein Kunststoff. Oh. Ich werde jetzt mal den Rollmeter nehmen und alles andere als professionell hier mal quer vermessen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Das sieht auf jeden Fall schräg aus. Sieht es auf der anderen Seite aus? Genauso schräg, okay. Jo, bis gleich. Der 4,7 auf der rechten Seite und der 4,5 auf der linken Seite. Jetzt sind sonst drei auf der rechten Seite. So. Mit der gescheiten Richtbank und Vermessungswerkzeug wird es natürlich eine andere Dimension, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Rahmen ganz leicht einen hat auf der rechten Seite. Aber ich denke mal, wenn ich diagonal messe, das sind 2 mm,
kann es auch kreative Freiheit in Spanien gewesen sein, wo man jetzt wie sie zusammengeklebt hat. Das weiß keiner so genau. Auf jeden Fall hier eine Delle, das ist ja rausgebrochen. Hier ist eine leichte Verformung drin. Aber sonst Rost, Rost, Rost. Ganz normal. Ich will seinen Halter noch zurecht dengeln. Bevor man da wieder alles zusammenbauen würde, müssen wir da eh erstmal mit Rost und Wandler dran. Das ist halt die Arbeit für oben. Also, ich gehe mal betteln, wer so ein Ding noch liegen hat.